Es ist eine Sackgasse, das ist gut. Tu ich doch schon, Ebbe. Sorry about that. Oh, ich glaube, da hinten ist ein Elite-Gegner. Bin mir nicht sicher. Pistolen finde ich irgendwie total langweilig. Mag ich Hammer am meisten. Lukas Waffentauschfähigkeiten. Durch Drücken von L1 und R1 oder R2 kannst du zwischen Lukas Waffen wechseln. Zur Wahl stehen Doppelklingen, Vorschlaghammer und Doppelpistolen. Die Attribute der jeweiligen Waffen sind Hieb, Schlag und Schuss. Du kannst je nach der Schwäche des Feindes zwischen ihnen wechseln. Jede Waffe verfügt über eigene Spezialfunktionen. Ja. Und ich mag den Vorschlaghammer am meisten, weil er macht viel Schaden und er hat ein schnelles Movement sogar noch. Oh, Katze. Filbert. So. Mal gucken, ob ich stark genug bin für den Gegner. Ich hoffe, ich bin's. Wie viel Leben hat er? Eine Menge. Und Erdarzt habe ich, glaube ich, nicht. Das macht Schaden. Nett. Mach immer nur Verbindungssäule. Säule, Mann. Aber wie viele hat er noch? Ja, das geht. Und wir können wieder hier Dings machen. Er spricht den Spruch von Tipo. Wie geil. Daring is daring.
brauche den Power Spell gerade nicht. Oder Chroma-Status ist ja. Time for our friendship pose. Peace. Love. Hope. Be consistent. Ich überspringe das jetzt. Knarren, knarren, knarren als Titel freigeschaltet. Und den Elite-Monster besiegt. Und damit schon mal einen Haufen mehr Geld verdient. Was sehr cool ist. Ist es dunkel? Oder lag es nur daran, dass ich gerade unter dem Baum stand? Scheint so. Werden diese Artänderungen überhaupt vorgenommen? Erst dann vorgenommen, wenn es aufploppt da, oder wenn ich das Menü öffne? Mit den Verbesserungen und solchen Sachen. Das war sehr gut. Wir haben ein neues Art gelernt. Drehhammer oder hungriger Jäger? Oder so. Ja, er braucht schon Heilkreise. Ich meine, wir haben schon zwei Heiler. Da hinten ist auch ein Elite-Monster, würde ich mal sagen. Haben wir überhaupt genügend Heil? Nein, haben wir nicht. Deine Katzen sind zurück. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell nach dem Seehafen und holen uns neue Sachen. Gehen dann wieder dahin zum Elite-Monster und besiegen ihn dann. Holzmedaille. Und wir haben irgendwie was Neues für die Alium-Kugel bekommen. Sehr praktisch. Weiß nicht, ich glaube, ich muss das Mikro wieder zurückrücken. Einen Augenblick. Ich glaube, ich lasse es lieber doch da hinten. Weil ich habe es nur rangerückt, weil ich mich ganz weit weggesetzt habe. Jetzt setze ich mich wieder näher ran. Deswegen, ich glaube, ich lasse es einfach da hinten. Zwei tolle Titel bekommen. Gut. Ich werde Matrose, wenn ich groß bin. Oder zumindest dachte ich das immer. Doch langsam denke ich, bei Reeton Forscher zu werden, wäre total cool. Ihr Job ist es, die Zukunft unserer Welt neu zu gestalten. Ich zeige immer einen Artikel über das bei Reeton, seitdem ist er total begeistert. Es muss so schön sein. Ich weiß noch, als ich klein war und die Zukunft etwas war, auf das ich mich freute. Irgendwas war gerade, irgendwas hatte ich hier doch noch. Genau, hier, diese. Da hätte ich doch was Neues bekommen. Schatten, glaube ich, war das Neue. Nehmen wir das mal an. Ich
Blitzschlag hilft sehr viel. Gut. Dann. Wir wollten auch noch Objekte kaufen, deswegen sind wir hergereist. Dann gehe ich nochmal hier Schuhe kaufen. Vier nur erstmal. Fehlt mir hier Silbererz. Okay, nichts Interessantes mit dabei. Leider. Einmal kurz speichern. Ich hasse das, wenn ich das auf sie mache. Und ich muss noch. So. Besser. Ich doch schon. Wenn ich links, wenn ich nur hinten stehe und schieße, kann er ja freie Wahl haben. Kann er machen, was er möchte. Solider Schutz. Das ist uninteressant, solider Schutz. Kritisch ist gut. Aber warum ist der gefährlich? Das Achtungssymbol. Das Achtungssymbol ist ein seltenes Spezialsymbol und kennzeichnet eine Gruppe von Gegnern, die stärker sind als normal. Wenn du einen Kampf gegen Achtungssymbol gewinnst, erhältst du doppelt so viele Erfahrung und Geiz wie sonst. Wenn du deinen Kampffertigkeiten vertraust, ist es ein Versuch wert. Titel fast freigeschaltet verbunden. Verlässlicher Partner. Ups. Ich wollte links lang gehen, genau. Vielleicht sollte ich ein bisschen Abstand von den Gegnern halten, damit ich, ohne dass meine Gruppe hier meine ganzen Gummis aufbraucht. Schon wieder Fertigkeit freigeschaltet. Psyche. Gewinn ist besser. Hm.
Also ich weiche jetzt hauptsächlich den Gegnern aus, außer natürlich ist, ich achte nicht so richtig drauf. Oh, der ist gerade gar nicht da. Verdammt, der ist jetzt weg. Das ist schade. Und ja, dann gehen wir wieder zurück. Schade eigentlich. Oder was heißt zurück? Wir gehen halt jetzt den anderen Weg zum anderen Gebiet. Ach, da muss ich lang, okay. Könnte es vielleicht sein, dass das Vogelvieh jetzt hier ist, weil der andere weg ist? Nein. Hätte sein können, dass er jetzt darüber wandert. Dann gehen wir jetzt halt ins andere Gebiet. Ich glaube, dann kommen wir nach Hamil, glaube ich. Oder? Könnte es sein? Schade. War eigentlich recht freundlich gewesen. Time for our friend. Na komm. Warum ist hier nirgendwo eine Katze? Das sind alles so gute Versteckte für eine Katze. Na, da war doch was. Da. Ich sehe da hinten den Vogelvieh nicht, ich sehe dort den Vogelvieh nicht. Und das Vogelvieh. Nirgendwo eine Katze. Deine Karten sind zurück, sehr gut. Hallo, ich bin enttäuscht. Ist lustig, die FP von Wonan sich erhöht, aber ich kann ihn nicht auswählen, um ihm neue Fertigkeiten zu geben.
So. Gut, dann speichern wir wieder und dann gehen wir nach Hamir, glaube ich, kommt. Bin mir nicht ganz sicher, könnte aber. Ich glaube, war so. Ja, Hamir kommt jetzt. Größere Dämonen sind nicht nur geborene Verteidiger, sie können zudem auch Gegenangriffe starten, wenn ihr sie angreift, während sie sich verteidigen. Gelingt es euch jedoch, eine Verteidigung zu durchbrechen, das könnte es ihm so richtig zeigen. Aber haltet lieber Abstand, solange es in Abwehrhaltung ist. Ein weiterer größere Dämon ist bei den Kija-Fällen aufgetaucht. Ich war dermaßen erleichtert, weil ich schon so lange keinen gesehen hatte. Jetzt ist wieder einer da. Er verschluckt eine Menge Wasser und spuckt es wieder aus, weshalb alle Fische flüchten. Wie lange werden wir in Kija wohl noch fischen können? Ich mache den COD-Witz nicht. Aber ich habe ihn angedeutet. Okay. Objektdaten. Alles in Arbeit. Ich weiß schon, welche Sequenz das bei ihr sein wird, wahrscheinlich. Ich bin kurz am Überlegen, ob ich ganz kurz weg bin. Bin ganz kurz, glaube ich, weg. Das könnte einen Moment dauern. Also genießt die Musik. Oder so.